Ja, jeder kennt's. Man will mal eben die Batterie aufladen, weil das Auto jetzt ein bisschen länger stand. Auto springt nämlich nicht an. Batterieladegerät dran, lass mal über Nacht laden. Ja, war wohl nix. Batterie ist komplett hin, leider. Lädt gar nicht. Man lässt sich auch nicht reparieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie auch schon ein bisschen älter ist. Laut dem Aufdruck, ja, hier steht sogar drauf, dem Minuspol. 2015, das heißt, die Batterie ist jetzt auch schon über 8 Jahre alt. Ja, und wenn so ein Auto lange steht, man vergisst, die Batterie abzuklemmen, kann es vorkommen, dass die sich selbst entlädt und irgendwann ist die an einem Punkt angekommen, wo man diese dann auch nicht mehr aufladen kann. Diesen Punkt haben wir erreicht, haben wir mit dem Batterieladegerät auch nicht mehr aufladen können. Ja, neue Batterie ist da, deswegen bauen wir hier die alte Batterie aus. Ich habe versucht, die Batterie zu testen, ob da sich irgendwas tut, aber selbst der Batterietester geht noch nicht mal an. Aber interessante Sache gleich, wir haben eine komplett neue Batterie, die liegt jetzt seit 2 Wochen ungefähr und die werden wir jetzt einmal gleich mit dem Batterietester überprüfen, um zu gucken, wie voll die vom Werk aus geladen ist und wie gut dann die Ladung hält. Müssten gleich mal gucken, vielleicht steht da irgendein Monat drauf oder so, wann die Batterie produziert wurde und ja. Das würde ich sagen, machen wir direkt mal. Jetzt müssen wir hier kurz gucken. Einmal die Pole hier ab. Zack, Minuspol. Oh, Pluspol klemmt ein bisschen. So. Zack, Pluspol ab. So, die Batterie einmal raus hier. Ui. So, die neue Batterie habe ich hier schon liegen. Ist von der Kapazität her gleich. Müssen wir gucken. Ja, fast. Also hier haben wir die alte war eine 61 Ampere Stunden 540 Ampere und hier haben wir eine 60 Ampere Stunden 520 Ampere. Das heißt, ist alles okay. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal nach Batterien guckt, die Werte müssen nicht zu 100% übereinstimmen. Reicht, wenn die sich gegenseitig so ein bisschen annähern, die Werte. Also plus, weiß nicht, 2, 3 Ampere Stunden. Plus, minus 10, 20 Ampere ist gar kein Thema bei Batterien. Bei so einem Teil oder so einem Auto hier sowieso nicht. Das Auto ist von 1966 und da tut es die 60 Ampere-Stunden Batterie auf jeden Fall. Die muss ja nur den Motor ins Laufen kriegen. Schöner Sechszylinder Mercedes in dem Fall. Ja, Auto, ich weiß nicht, ob man es erkennt. Es ist eine Heckflosse. W111, meine ich, müsste das sein. Baujahr 1966. Sehr schönes Ding. Und ja, mir geht es halt darum, auch mal zu gucken, ob das Auto noch anspringt. Und dafür halt die neue Batterie. Und bevor wir das aber machen, werden wir diese Batterie, die wir jetzt hier gerade reingestellt haben, einmal überprüfen mit dem Batterietester. So, ich sage schon mal den Batterietester. Und dann schauen wir mal gemeinsam, wie die Leistung der neuen Batterie ist, weil hier steht kein Produktionsdatum drauf auch. Manchmal ist es oder normalerweise ist dann auf dem Minuspol so eingraviert oder sowas, aber hier kann ich jetzt nichts erkennen. Ist halb so wild, wie gesagt, die Batterie wird wahrscheinlich auch nicht alt sein. Also die liegt jetzt hier seit 2 Wochen, lass die 1, 2 Monate alt sein unter Umständen. Ja. Batterietester dran und dann schauen wir einmal kurz. So, Batterietester ist am Start. Topdon RT-Battery 101. Ganz günstiges Teil. Ich glaube, diese Batterietester liegen irgendwo so um die 30 Euro rum. Ja, kann man immer gebrauchen, einfach im Auto liegen haben oder so. Ne, deswegen hier ganz einfache Kiste. Wir prüfen die Batterie jetzt erstmal kalt oder nackt. Das heißt, ohne die Pole dran. Wir gucken jetzt einmal wirklich nur die Batterie selbst, was die kann. Zack, dann gehen wir hier einmal auf Batterietest. So, dann suchen wir uns aus, was wir für eine Batterie hier haben. Haben wir eine Standardbatterie, haben wir eine AGM-Batterie, eine Gel- oder eine EFB-Batterie. Ist wichtig für moderne Fahrzeuge, da dort gerne mal andere Batterien genutzt werden, auch wegen Start-Stopp-Systemen. Dafür gibt es auch wiederum verschiedene oder beziehungsweise spezielle Batterien. In dem Fall ist es eine ganz einfache Säurebatterie. Nehmen wir hier diese Standardbatterie
und geben dann entsprechend die Amperezahl ein. In dem Fall sind es 520. So, ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Mal gucken gleich. Und dann testen wir einmal diese Batterie. Und was zeigt er uns gleich an? So, ich muss mal von der Seite hier lesen. So, 94% Kapazität, 97% Ladezustand, ein Widerstand von 5,5 Milliohm. Ja, und der Amperestand ist bei 520 ursprünglich. Das heißt, Batterie ist fast voll geladen, tatsächlich. Das heißt, sie kann eigentlich auch noch nicht so alt sein. Und ja, ich werde die auf jeden Fall nochmal dann über Nacht ans Ladegerät oder ans Erhaltungsladegerät hier dran klemmen, damit die sich einmal komplett nochmal voll lädt. Ja, in dem Fall gut. So, die andere können wir leider nicht testen, weil die halt komplett auf Null ist. Wäre schön gewesen. Normalerweise kann man das so machen, wenn das Auto an sich Startprobleme hat oder wir müssten mal so ein Auto überbrücken, weil die Batteriespannung zu niedrig ist. Da könnte man das dann prüfen, wie der Zustand oder der allgemeine Zustand der Batterie ist. Weil manchmal kann es auch einfach nur daran liegen, dass man Auto nicht viel bewegt, das Auto steht viel und dadurch entlädt sich die Batterie einfach so ein bisschen. Aber man kann dann halt auch damit prüfen, ob die Batterie überhaupt noch die Kapazität hat, auch nach einer Ladung, um überhaupt weiter betrieben werden zu können, sicher und dauerhaft. Und darum geht es ja dann im Endeffekt. In dem Fall, die Batterie ist 1A tatsächlich. Wir klemmen jetzt die Pole wieder an und versuchen gleich das Auto einmal zu starten. Keine Angst, das Auto lief bis vor einigen Wochen auch auf jeden Fall. Nur die Batterie ist jetzt hinüber. Also es ist jetzt hier kein Scheunenfund oder so, dass der Wagen seit Jahren nicht lief. Also da brauchen wir jetzt keine besonderen Vorkehrungen zu treffen, bevor wir den Motor starten. In dem Fall, wie gesagt, einfach nur Batterie dran, Motor starten und einmal gucken, weil ich habe den selber noch nicht gehört. Ich weiß es nicht. Wir haben den hier auch tatsächlich reingeschoben, den Wagen. Und ja, mal gucken, wie der sich anhört. So, Batterie ist angeschlossen. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal das Auto zu starten. Gucken, ob der einmal anspringt. Und im Anschluss werden wir gleich auch einmal die Batterieladespannung prüfen. Das heißt, den Generator direkt mal prüfen. Weil das kann das Gerät nämlich auch. Und ja, dann bin ich schon mal ganz froh, wenn das Auto wieder läuft. Okay, Auto springt nicht sofort an. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ob Spritversorgung da ist, ob eine Zündfunke da ist. Ich würde sagen, wir sprühen jetzt erstmal ein bisschen Starthilfe rein, gucken, ob er dann kommt, weil, soweit ich weiß, das Auto, das hat mechanische Kraftstoffpumpen, die dann halt über Unterdruck, meine ich, aus dem Tank den Sprit nach vorne ziehen und dann in die beiden Vergaser halt befördert, was das angeht.
Auto läuft, hat nur ein bisschen Starthilfe gebraucht. Ist oftmals bei so alten Kisten der Fall. Wie gesagt, wenn die Vergaser komplett trocken sind, der braucht einfach mal einen kleinen Schubser, damit er auf Drehzahl kommt und sich dann halt den Sprit auch vernünftig reinzieht. So, das läuft auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Ich hänge jetzt gleich nochmal das Batterieprüfgerät dran und dann testen wir einmal die Ladespannung. Gleichzeitig mache ich hinten einmal das Tor auf, weil riecht hier so ein bisschen nach Abgasen. So, Batterietester ist angeklemmt. Jetzt werden wir einmal kurz den Ladungstest machen. Bitte starten Sie den Motor, OK drücken, um fortzufahren. Dann machen wir einmal den Motor an. So, ich habe jetzt extra mal nicht gesprochen währenddessen, weil man hätte mich sowieso nicht gehört. So, Ergebnis ist da, Aufladen ist normal. 13,9 Volt. Ne, das Problem ist, der hat mir gerade angezeigt, ich soll auf 2500 Umdrehungen drehen. Aber das Problem ist, der hat gar kein Drehzahlmesser. Das heißt, ich konnte das jetzt nur so erstmal Pi mal Daumen machen. Aber das Ergebnis ist erstmal in Ordnung. Da kann man jetzt erstmal nichts gegen sagen. Und ja, Lichtmaschine funktioniert auf jeden Fall. Sie lädt auf jeden Fall die Batterie. Und ja, mehr wollte ich auch gar nicht wissen. Dafür ist das Ding halt optimal, relativ günstig. Wie gesagt, um die 30 Euro, glaube ich. Ich packe euch einen Link da unten rein, wenn ihr Interesse an sowas habt. Wäre natürlich schön gewesen tatsächlich, wenn wir jetzt eine Batterie hätten, eine alte, kaputte, die man noch hätte testen können. Aber das Ding da macht gar nichts, das läuft auf 0 Volt. Wie gesagt, das Teil hier geht noch nicht mal an. Ja, das war es eigentlich schon. Und ja, wie gesagt, Auto W111, Heckflosse, 1966er Baujahr. Wenn ihr ein bisschen was zu dem Fahrzeug wissen möchtet, sagt mir Bescheid. Dann machen wir vielleicht noch mal ein separates Video drüber. Hier geht es nämlich darum, das Auto noch mal ein bisschen so zusammenzubauen. Der kam vor einiger Zeit vom Lackierer zurück und da sind jetzt so ein paar Anbauteile, die müssen halt wieder montiert werden. Diese ganzen Chromzierleisten und sowas. Ja, sonst läuft hier auch alles tatsächlich. Wenn ihr euch fragt, was mit dem 3er BMW ist, der steht in der Halle nebenan aktuell. Da komme ich gerade nicht so ganz weiter, wie ich mir das vorstelle, aber ich hoffe, da geht es dann hoffentlich bald weiter. Vielleicht auch, wenn die Temperaturen ein bisschen wärmer werden. Der Zeitplan ist sowieso schon hinfällig tatsächlich und ich glaube, das wird dann jetzt einfach ein Projekt, was so zwischendurch mitläuft. Und ja, da kann ich keine Versprechung geben, wann das Auto dann fertig sein wird. Ich kann immer nur sagen, hoffentlich dieses Jahr. Nächstes Jahr sage ich dann wahrscheinlich hoffentlich dieses Jahr. Nein, aber wirklich alles an Teile ist eigentlich da. Also das Auto ist teiletechnisch vollständig hier. Ich habe hier etliches an Neuteilen. Also wenn ich jetzt da einfach nur auf die Werkbank gucke, neue Stoßdämpfer, Ankerbleche, Gummilager, ABS-Sensoren und so weiter, Spritfilter, Achskörperlager hinten auch. Also da ist auf jeden Fall einiges da. Blechteile sind auch alle da soweit, dass wir da auch nochmal ans Schweißen gehen können. Da sind immer noch ein paar Stellen, die geschweißt werden müssen. Und ja, da geht es dann auch hoffentlich weiter, weil ich habe gesehen, ich habe so ein paar Leute mal gefragt, was da los ist, wann es da weitergeht. Ja, bald geht es da auch zwischendurch mal weiter.
Aber jetzt muss das hier Auto erstmal hier fertig werden noch. Und da warte ich halt gerne mal, dass es ein bisschen wärmer wird. Weil auch wenn es um so Sachen geht wie ja, irgendwo grundieren und sowas, dann, dafür ist es noch zu kalt tatsächlich. Dafür, ihr seht das ja an meinem Atem, es ist einfach noch zu kalt in der Halle, um da auch irgendwelche ja, kleineren Lackierarbeiten oder sowas zu machen. Das macht aktuell da dann einfach keinen Sinn. Sobald die Karre hier fertig ist, gucke ich mal, ob ich da dran komme, dass wir da zumindest die Hinterachse weitermachen, weil die Vorderachse vorne ist alles fertig. Also ich glaube, nee, da gab es, glaube ich, leider kein Video zu. Aber die Vorderachse ist vollständig repariert. Die Bremsleitungen vorne sind auch bereits alle erneuert. Das zeige ich euch auch gerne, weil ich da diese Kupferleitung verwendet habe mit ABE. Sehr, sehr interessant. Sehr geile Arbeit gewesen auf jeden Fall. Im Verhältnis zu Stahlleitungen, die man hätte verlegen müssen. Und ja, sonst ist da eigentlich nicht viel dran. Also wie gesagt, die Hinterachse werden wir dann nächstes Mal bald halt ausbauen, weil ich habe es mit der Vorderachse auch gemacht, habe die komplett ausgebaut, die Vorderachse. Sieht richtig schön aus, zeige ich euch beim nächsten Mal. Und dann geht es halt hinten weiter, Karosserie noch ein bisschen und ja, hoffentlich zeitnah dann wieder auf die Straße damit. Ja. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr so auf dem Herzen habt. Und ja, wünsche euch noch schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.